Militär und Maira hat sich natürlich ein bisschen genauer mit den aktuellen Wetterdaten beschäftigt und wird uns jetzt einen Überblick geben können. Maira, die Unwetterwarnstufen, also wenn man sich das anschaut, das wird ja immer mehr statt weniger. Absolut. Also es herrscht extremes Unwetter von Nordrhein-Westfalen bis runter zum Bodensee. Also hier warnt auch der Deutsche Wetterdienst dementsprechend, weil wirklich Wassermassen runterkommen. In der vergangenen Nacht bis jetzt in den Morgenstunden hinein hat es ja auch heftig geregnet. Haben wir es ja auch gerade gehört. In Sachsen und Thüringen, da kamen nur innerhalb dieser Stunden in der Nacht 30 bis 50 Liter Regen zusammen Richtung Bayernhof. 80 Liter und es geht halt eben leider auch weiter und das zeigt dann auch unsere akkumulierte Niederschlagskarte. Also hier haben wir mal zusammengerechnet, was noch bis 23 Uhr, also am heutigen Tag und auch in der ersten Nachthälfte noch zusammenkommen wird und da sieht man, das ist einiges. Ja, also insbesondere dann wird es unseren Westen und Südwesten betreffen, wie ja gerade schon gesagt. Da muss man sich noch auf einige Wassermassen einstellen. Das zeigt dann auch unsere nächste Karte. Also Aachen haben wir uns mal rausgenommen. 120 Liter Regen pro Quadratmeter werden bis heute oder einschließlich noch bis heute Abend oder Nacht dann zusammenkommen. Normalerweise wären 88 üblich im gesamten Monat Juli. Ja, also das muss man mal ins Verhältnis setzen, was da quasi innerhalb von wenigen Stunden an Wassermassen runterkommt, was ja der Boden gar nicht aufnehmen kann. Entsprechend sieht es auch noch in anderen Teilen Nordrhein-Westfalens aus. Also hier ist es wirklich sehr turbulent und das zeigt dann halt eben auch die nächste Karte, die Warnkarte, dass also der Deutsche Wetterdienst wirklich von Nordrhein-Westfalen bis runter zum Bodensee vor extremen Unwetter warnt, also aufgrund der Wassermassen, die da zusammenkommen. Das wird noch bis einschließlich Donnerstag so sein. Also hier wird noch einiges zu bewältigen sein.